Pusteblume. Ich suche Wasser. Hier in meinem Garten, und zwar unter der Erde. Und mit so einem Ding hier, da kann man Wasser finden. Also da soll man Wasser finden können. Es ist nämlich eine Wünschelrute. Ja, und jetzt wollen wir sie mal ausprobieren. Ja. Ja, es gibt ja überall unter der Erde Wasser. Nicht in Rohren oder so, sondern das ist Regenwasser, was sich unten gesammelt hat. Ja. Und da gibt es trocknere Stellen und es gibt sehr feuchte Stellen. Und die sehr feuchten Stellen, das sind Wasseradern. Ja. Und so eine Wasserader suche ich. Na, vielleicht. Ja, und diese Wünschelrute hier, die habe ich mir gemacht aus einem Haselnussstrauch. Das Ding hat unten so eine Gabe und beide Enden muss man fest in der Hand halten und dann einfach spazieren gehen. So. Und wenn jetzt das andere Ende hier ganz plötzlich ausschlägt, also so, dann weiß man, man steht ganz sicher mitten auf so einer Wasserader. Und an so einer Stelle werde ich mir dann einen Brunnen bauen. Und Wasser aufholen für die Blumen da hinten. Dann muss ich nicht mehr mit diesen Gießkannen zum Haus und wieder zurück und wieder hin und Wasser holen. Das ist alles viel zu mühselig. Na, dann wollen wir mal sehen. Na, hier muss doch irgendwo, muss doch Wasser sein. Aber es bewegt sich nicht. Kanal. Ja, da unten ist ja Wasser. Da muss es doch funktionieren. Hey, was machen Sie denn da? Na, ich probiere meine Wünschelrute aus. Hier, mitten im Verkehr? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Da ist doch Wasser drunter, oder? Freilich, ganze Menge. Na ja, sehen Sie, dann müsstet ihr doch ausschlagen. Vielleicht machen Sie was falsch. Na, ich mach das schon richtig. Aber vielleicht ist da gar kein Wasser drunter. Und ob? Oh, das glaube ich nicht. Ja. Sagen Sie mal, könnte ich da nicht mal runtersteigen und mich umsehen? Unmöglich. Völlig ausgeschlossen. Das ist viel zu gefährlich. Wieso? Ist ja völlig dunkel da unten. Naja, ein bisschen sieht man schon. Ein Tunnel. Unter der Erde. Na bitte, Wasser. Aber was für ein Wasser? Braun und schmutzig. Deshalb stinkt's hier auch so. Und überall unter der Stadt fließt diese dunkle Brühe. Das ist ja ein Ding. Wo kommt denn das alles her? Aha. Daher. Und daher. Naja, das dreckige Wasser muss ja irgendwo hin. Und das Regenwasser auch, ja. Es muss weg. Und aus dem vielen Dreckwasser wird ein richtiger breiter Bach. Alles unter der Erde. Aber es gibt auch noch andere Tunnels. Wenn es den Autos oben zu voll wird, gehen Sie einfach unter die Erde. Da sind Sie ganz unter sich und stören nicht die Fußgänger. Eine Menge los hier unten. Eine richtige Autobahn. Unter der Stadt. Ja, was hat denn das hier damit zu tun? Eine Eisenbahn? Straßenbahn?
Straßenbahn? S-Bahn? Ah, eine U-Bahn. Eine Untergrundbahn. Unter dem Grund. Logisch. Da hinten ist der Bahnhof. Na, hoffentlich hält er. Was für eine Menge Leute. Wenn die alle mit dem eigenen Auto oben rumfahren würden, wären alle Straßen verstopft. Aber so kommen alle bequem dahin, wo sie hinwollen. Und brauchen sich keinen Parkplatz zu suchen. Sehr praktisch, so eine U-Bahn. Und schnell. Aber das hier ist tief unter der Straße. Wie kommen denn die Leute dann wieder nach oben? Ah, mit der Rolltreppe. Sehr bequem. Na, da haben wir doch heute allerhand schon gesehen. So entsetzlich viel Rohre und Röhren und Leitungen und Autotunnels und U-Bahn-Schächte und was weiß ich. Aber warum verbuddelt man das eigentlich alles so tief? Das ist doch mühselig. Was würde denn passieren, wenn alles das, was unter der Erde ist, über der Erde wäre? Na, das sähe so aus. Erstmal eine Autostraße. Ja. Und jetzt vielleicht noch die Eisenbahn? Ja, und die U-Bahn. Die muss auch auf die Dächer. Mhm. So, und was fehlt noch? Rohre. Ja, Rohre und Leitungen. Für Frischwasser, Abwasser, Kaltwasser, Warmwasser, für Gas und Strom und Telefon. Tja, jetzt wird's doch ein bisschen voll. War doch keine so gute Idee, alles nach oben zu verlegen. Also das mit meiner Wünschelrute, das geht auch nicht. Ich habe alles probiert, aber ich finde kein Wasser. Ich weiß aber auch warum. Man braucht dafür nämlich eine ganz besondere Begabung. Und nun gibt es Leute, die haben die. Und mit so einem bin ich jetzt verabredet. Ja, das ist also der Herr Angele. Und der Herr Angele ist ein echter Wünschelrutenmeister. Tag, Herr Angele. Grüß Gott, Herr. Ja, Sie glauben also, dass Sie auf meinem Garten, hier in meinem Garten, Wasser finden können? Davon bin ich überzeugt. Fabelhaft. Ja, und das machen Sie also mit dieser Rute da. Die sieht ganz anders aus als meine. Ich hatte mir nämlich eine geschnitzt aus dem Haselnussstrauch hier. Und das funktioniert wohl nicht. Das geht auch. Aha. Aber dazu braucht man eine Erfahrung. Man muss praktisch ein Routengänger sein. Ah ja, doch die besondere Begabung, nicht? Die habe ich vielleicht nicht, ja. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Woher weiß denn so eine Wünschelrute nun eigentlich, dass da unter Wasser ist? Ich meine, wie funktioniert das? Die Wünschelrute, die muss man in dieser Länge halten. Mhm. Und dann reagiert die Wünschelrute durch die Kraft, die vom Wasser kommt, und wird angezogen. Ja, wenn Sie nun über so einer Wasserader stehen, was spüren Sie denn da? Ist das so ein Kribbeln oder tut das weh oder wie? Da bekomme ich eine starke Spannung, ja. Zunächst in meinen Muskeln, und dann tritt plötzlich eine starke Wünschelrutenreaktion auf. Die Wünschelrute wird mit einer mächtigen Kraft, mit einem Schwung nach unten gezogen. Aha, ja. Ja, Herr Angeler, jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht. Wollen wir nicht mal schauen, ob da was ist?
Hierher. Hier haben wir Wasser. Haben Sie was gefunden? Jawohl. Und da ist also Wasser drunter? Und ich kann graben? Ja, fangen Sie hier das Graben an. Hier, ja? Ja, bitte schicken Sie mir eine Ansichtskarte. Wenn ich was gefunden habe, ach, jawohl. Viel besser, keine Karte, eine Probeflasche kriegen Sie. Ah, wunderbar. Danke, ich danke vielmals danke. Und wünsche Ihnen viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Seht mal, was ich gefunden habe. Ein Maulwurf. Hier kann man sehr schön sehen seine Vorderfüße. Naja, Vorderhände. Also das sind Schaufeln. Und die braucht er ja auch, denn er lebt ja unter der Erde, in Gängen. Aber seine, da bleibst du, hier, seine Augen, die sieht man nicht. Naja, er braucht ja auch keine großen Augen, denn unter der Erde, es ist ja duster, ne? Sein Fell hier, das ist unheimlich schön. Ganz glatt, weich und dicht. Das gerät überhaupt nicht in Unordnung, wenn er dann unter der Erde durch die Gänge rast, ne? Ja. Ja, da kriegt er sich schon wieder ein. Schneller, als ich das könnte. Er mag nun mal die Sonne nicht. Er lebt lieber unten. Was ist denn das? Ah, unser Maulwurf. Unter der Erde. Na, der kann graben. Da, der rosa Fleck. Das ist eine Nase. Ja, und wohin jetzt mit der ganzen Erde? Die muss doch weg. Ah ja, er schiebt sie einfach nach oben. Und das gibt dann die Maulwurfshügel. Aha. Ja. Umgedreht und weiter geht's. Immer weg mit dem Zeug und raus damit. Aha, seine Lieblingsspeise. Ob er sie findet? Er hat ja eine feine Nase. Da, er hat sie. Guten Appetit. Da seht ihr deutlich seine Grabehändchen. Richtige Schaufeln. Und sicher hat er schmutzige Fingernägel. Aber bei Maulwürfen ist das in Ordnung. Ja, da ist noch was Interessantes. Man kann nämlich von oben sehen, wie unter der Erde der Maulwurf läuft. Ja, das geht. Und zwar so. Da nimmt man sich einfach ein paar Strohhalme und steckt sie oben in die Maulwurfshügel hinein. So. Ja, auch. Ja. Na, noch einen da hinten. So. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Wenn der Maulwurf hier in seinem Gang unter dem Maulwurfshügel wegläuft, dann wird er höchstwahrscheinlich mit seinem Rücken an diesen Strohhalm hier kommen. Und der wird zittern. Und dann weiß man, aha, da unten läuft ein Maulwurf lang. Na, das kann ja ewig dauern. So viel Zeit habe ich ja gar nicht. Ich habe ja schließlich was zu tun. Na, ihr könnt ja zwischendurch mal drauf aufpassen.
War was? Ha, es hat gewackelt. Der Maulwurf ist also tatsächlich bis da hinten hingelaufen. Naja, das ist ja nur eine seiner Straßen. Ein Maulwurf hat unter der Erde sehr viele Straßen und Gänge. Eine großartige Anlage. Das ist die Anlage? Nö. Das hier. Warum lebt ein Maulwurf eigentlich unter der Erde? Oben wäre es doch viel schöner. Oder? Nein, hier unten nimmt ihm kein anderer seine Würmer weg. Hier ist er geschützt, hat mehrere Ausgänge, falls mal einer verstopft ist. Und hat sogar eine Speisekammer. Und ein Wasservorrat. Eine Hausbar, sozusagen. Und was ist das da? Na, das Schlafzimmer. Ganz schöner Dreckberg, was? Und das war alles unter der Erde. Na, wir haben ja heute schon viel von dem gesehen, was unter der Erde ist. Kanalisation, Rohrleitung, Elektrokabel, Telefonleitung, Gasleitung, Tiefgaragen, U-Bahn. Da ist aber noch was. Das ist blitzblank, ganz sauber, weiß wie Schnee und auch tief unter der Erde. Na, wer weiß es? Ich esse gerade davon. Na? Richtig. Salz. Ja, Salz. Salz kommt aus der Erde. Und wenn man was aus der Erde hochholen will, dann braucht man ein Bergwerk. Ja. Das hier ist der Eingang zu einem Salzbergwerk. Da war ich mal. Da waren eine Menge Leute, die sich das auch ansehen wollten. Zuerst bekommt man da Bergmannskleidung verpasst, damit man sich nicht schmutzig macht. Sitzt nicht so richtig, ne? Naja. So, kann losgehen. Ja, da fährt man also auf so kleinen Wägelchen runter in die Erde. Wie die Bergleute auch. Ganz schön dunkel da unten. Und eng. Aha, das Zeichen der Bergleute. So, jetzt sind wir ganz unten. Und jetzt möchte ich wissen, wo das Salz herkommt. Ja, wo ist es denn? Ist das eine Halle? Und tief unter der Erde? Ha, eine Rutschbahn. Für die Bergleute und für uns. Das macht Spaß. Aber wo ist denn das Salz? Vielleicht hier? Da waren die Schaufeln, kommen Sie rück näher. Das war der Führer. Da muss doch irgendwo. Aha. Ja. War ja ein bisschen wenig Salz. Aber ich weiß jetzt auch, warum. Die Bergleute haben da schon alles herausgeholt. Da war nichts mehr. Der Obersteiger. Na, der muss doch wissen, wo. Aha. Da vielleicht. Ja. Ja, das sieht doch schon sehr salzig aus. Da wird was hochgeholt. Das soll Salz sein? Na, das sind doch Steine mit Salz. Oder Salz mit Steinen.
harte Arbeit da unten. Aber nicht so dreckig wie in einem Kohlebergwerk. Tja, das richtige Salz ist es noch nicht. So geht's doch nicht in den Salzstreuer. Da muss doch noch was passieren. Aber wo? Aha, hier. Man kann zwar nicht reingucken in die Maschine, aber da kommt's raus, das Salz. Weiß, sauber und salzig. Na, dann können wir ja wieder nach oben. Ich weiß jetzt, wo das Salz herkommt. Aber ich möchte ganz gerne wieder an die Sonne. Ist nämlich doch ein bisschen kühl hier unten. Und alles so schwarz. Aufwärts, bitte. Ja, so war es im Salzbergwerk. Sollte man gar nicht für möglich halten, was für einen weiten Weg so ein Salzkorn hinter sich hat, bevor es auf die Brezel kommt. Na ja, frisch ans Werk, hinein in mein Brunnenloch. Ja, ich stehe schon mitten im Schlamm. Eine richtige Wasserbrühe ist das. Ja, und wenn ich jetzt noch tiefer grabe und der Schlamm setzt sich, dann habe ich ein wunderbares Wasser. Na ja, nicht gerade ein Trinkwasser für mich, aber ein prima Wasser für meine Blumen. Na, ich sehe schon, das dauert noch. Da haben wir Zeit für eine kleine Geschichte. In einem Berg, in diesem Gebirge hier, da findet man, wenn man genau hinsieht, den Eingang zu einer Höhle. Und hier gibt's Fledermäuse, ganz besonders große. Und dann noch etwas, das es sonst nirgendwo gibt, nämlich ihn, den Kellerling. Jawohl, den Kellerling. Und nicht nur einen, nee, zwei, drei, vier, viele. Das ganze Volk der Kellerlinge lebt hier. Und Kellerlinge haben eine Hauptbeschäftigung. Und das ist das Lachen. Ja, wirklich. Die lachen um 7 Uhr morgens, um 9, um 12, um, naja, immer eben. Und der Kellerling, der am lautesten lacht, wird Bürgermeister. Oberkellerling, sozusagen. Ja, die Kellerlinge sind fröhlich. Kein Mensch weiß, dass sie hier leben. Und darüber freuen sie sich. Denn niemand stört sie in ihrer unterirdischen Behausung. Das heißt, ja, also sowas. Was ist denn mit diesem Kellerling hier los? Und mit den anderen? Die sehen ja drein, als wäre ihnen eben eine Herde Läuse über die Leber gelaufen. Na sowas. Aha, hier, der Oberkellerling. Ja, ich glaube, der hält eine Rede. Kellerlinge, sagt er, etwas Schreckliches ist passiert. Wir sind entdeckt worden. Was? Nein, schrecklich. Das ist ja furchtbar, riefen die Kellerlinge durcheinander. Bald werden viele Menschen kommen, durch unsere Höhle trampeln und sagen, nein, ist das hübsch hier, entzückend, nicht wahr? Und diese gesunde Höhlenluft, das müssen wir verhindern. Jawohl, schrien die Kellerlinge, das darf nicht geschehen. Und die Kellerlinge zündeten das große Beratungsfeuer an und redeten sich die Köpfe so heiß, dass sie rauchten. Bald hatten sie eine Idee. Es kam genau so, wie es der Oberkellerling befürchtet hatte. Das also, meine Damen und Herren, ist die neu entdeckte Speckmeierhöhle. Ist sie nicht zauberhaft? Beachten Sie bitte die seltsam geformten Steine zu Ihrer Rechten, sagte der Höhlenführer. Ja, diese seltsam geformten Steine waren die Häuser der Kellerlinge. Guck mal, hier sitzt ein komisches Tier, sagte ein Mädchen. Und plötzlich hörte man einen schrillen Pfiff.
Auf Sie, rief der Oberkellerling. Und schon waren die Kellerlinge überall. Und dann ging's los. Bitte nicht kitzeln. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich halte das nicht aus. Nein, nein. Was ist denn das nur? Hilfe, ich will hier raus. Ich will nicht gekitzelt werden. Mama, da krabbelt was an meinem Fuß. Die Leute lachten und lachten. Aber nicht, weil sie so fröhlich waren, sondern weil 25 winzig kleine Kellerlinge auf ihn herumkrabbelten. Und sie an den Ohren zogen. In den Kniekehlen kitzelten. Und sie sanft in die Nase bissen. Die Kellerlinge brüllten vor Lachen. Manche Leute dachten nun, es seien Gespenster. Und vor Gespenstern hatten sie alle schreckliche Angst. Und deshalb machten sie sich auf und davon. Ja, die kommen nicht wieder, riefen die Kellerlinge. Die sind wir los. Die Kellerlinge feierten ein großes Fest, tanzten und sangen. Die Leute unten im Tal aber sagten, die Höhle ist unheimlich. Dort wohnen Gespenster. Und seither hat nie wieder ein Mensch die Speckmeierhöhle betreten. Die Kellerlinge aber leben wieder glücklich und zufrieden und lachen und lachen und lachen. Es ist soweit. Mein Brunnen ist fertig. So. Und mit dieser Pumpe hier werde ich jetzt das Wasser hochpumpen, denn das kommt ja nicht von alleine. Na, dann wollen wir mal. Ja, da kommt's. Habe ich Wasser von unten und Wasser von oben. Ja, naja. Pusteblume.